So, weiter mit dem getimten Rätsel, womit ich ein bisschen Probleme habe. Also anscheinend. Wir drücken da drauf, wir laufen da, drücken da drauf, drücken da drauf, drücken dahinter drauf und dann hoffentlich in Richtung von diesem glänzenden, tollen Ding, was auch immer es ist, da in der Nische. Das war schon wieder zu langsam. Ah, dann liegt hinter uns eine Fallgrube auf. Ah, ist ja auch ärgerlich. Das gucke ich mir jetzt nochmal genauer an. Also wir drücken hier drauf, laufen hier lang, drücken den Knopf, dann geht die Grube zu. Wir drücken den Knopf, gehen hier hin, drücken den Knopf. Also der Knopf macht die Grube zu, wir gehen hier hin, drücken den Knopf, gehen noch einmal rum und drücken den Knopf. Das heißt, eigentlich müssten wir mit einem Seitenschritt nach rechts, wenn wir da stehen und daran drücken wollen, hier hin wieder zurückkommen zu dem glänzenden Ding. Mann, Mann, Mann. Also ja, wenn ich das nicht aufnehmen würde, würde ich das Rätsel super toll finden, weil ich einfach rumknobeln würde und ausprobieren und was weiß ich. Aber als Let's Play ist das nicht so super geeignet. So, Knopf drück. Knopf drück. Knopf drück. Zu langsam. Und ich habe mich gedreht und habe keinen Seitenschritt gemacht. So. Knopf drück. Knopf drück. Und warum ist da eine Tür aufgegangen? Da ist gar keine. Also ich habe mich gerade total verguckt. Also ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich bin dann darauf gegangen. Dann darauf gegangen. Hab auf der Seite hier da den Knopf gedrückt und habe einen Seitenschritt nach rechts gemacht. Das heißt, ich hätte eigentlich da landen müssen. Und da ist keine Falltür. Und trotzdem bin ich runtergefallen. Also nochmal, wir drücken. Ein Knopf, zwei Knopf. Beim dritten, den Knopf drücken wir gar nicht. Stimmt. Wir drücken den Knopf da hinten, drücken den Knopf hier auf der uns abgewandten Seite, gehen hier rum, drücken den Knopf, gehen hier rum, drücken den Knopf und machen einen Seitenschritt rechts. Das war, glaube ich, genauso ziemlich, wie ich das letzte Mal das gemacht habe, aber irgendwas ist da komisch. Ein Zeitverlangsamungszauber à la Anvil of Dawn wäre jetzt ganz praktisch. Aber haben wir nicht. Also drücken. So. Ja. Na gut. Wir haben einen Schlüssel gefunden und wir sind jetzt hier. Und respawnen. Ja, komischen. Schlüssel ist noch verstauen. Wenigstens ist nur einer. Willst nicht mal hier rüberkommen? Dann können wenigstens unsere anderen Leute auch Schaden machen. Ja, danke. Das halten wir jetzt einfach mal aus. Oder auch nicht. Komm. Kommen wir an den Schalter ran? Nein, an dem wahrscheinlich dann auch nicht. Schade. Gut, also wir haben den Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, ob das der Sinn des Ganzen war. Denn an den Schlüssel wären wir ja auch rangekommen, hätten wir den Knopf hier nicht gedrückt. Na gut, so oder so. Erstmal schlafen. Denn wir werden gleich die Falltür runterspringen müssen und das hätte Gorn zum Beispiel nicht überlebt. Das wäre auch eine schöne Spieldynamik. Also je mehr man trägt, desto mehr Fallschaden bekommt man. Aber ich glaube, das haben sie nicht eingebaut. Können wir mal vergleichen. Er hat 78. Er hat 133. 16, 23. Das kann aber auch prozentual sein. Also wenn man runterfällt, bekommt man immer 15% Fallschaden. Also vom maximalen Lebenspunkte-Pool. So, wieder hoch. Und wir sind bei den Hallen des Feuers. Hier ist keine Krabbe mehr. Gut. Wofür war der Schlüssel? Wo brauchen wir überhaupt noch einen Schlüssel? Da ist eine Eisentür. Das ist aber ein normaler, runder Schlüssel und kein Zahnradschlüssel.
Und sonst haben wir keine verschlossenen Türen. Ha, was ist da hinten? Also ja, ich gehe noch einmal kurz in den Feuerbereich. Auch wenn ich langsam die Schnauze voll habe von dem Bereich. Und guck, was auf der hinteren Reihe ist. Ja, okay, jetzt machen wir mal über Unsichtbarkeit. So. Zack, zack, zack. Unsichtbar. Jetzt laufen wir einfach an denen vorbei. Können nicht durch sie durchlaufen, was Sinn macht. Und da ist gar nichts. Das heißt, wir können hier auch schön schnell wieder weg, bevor die Unsichtbarkeit aufhört. Naja, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir den Schlüssel brauchen. Also ich denke mal, die Schlüssel sind eh mehrfach einsetzbar. Also jeder runde Schlüssel passt in jedes runde Schlüsselloch. Das heißt, wenn wir jetzt in der nächsten Ebene irgendwo eine verschlossene Tür haben, können wir den hier auch benutzen. Da sind wir hergekommen. Da sind wir irgendwo mal runtergesprungen. Da wahrscheinlich auch. Was haben wir hier? Keine Beschreibung. Ja, Kerogon, sowas hilft dir echt super in der Zukunft. Also ja, der Kerogon aus der Vergangenheit hat einen Fehler gemacht. Der Kerogon aus der Vergangenheit hat es richtig gemacht. Da ist eine Eisentür. Eisentür kriegen wir nicht auf. Wir haben hier noch zwei Goldschlösser. Die werden wir auch nicht aufbekommen. Also ja, wir müssen runter. Das heißt, geradeaus lang. Und da hatte ich Hauptgang rangeschrieben, weil es gab ja noch einen zweiten Runtergang. Aber da waren nur diese Kriegerprüfungen, wo eine Tür war ohne alles. Da werden wir wohl erst später hin müssen. So, zu A wollen wir nicht. Wir wollen einmal kurz das antatschen für ein Autosave. Und dann wollen wir da runter. Und es kommt mir echt so vor, als wenn die mit jedem Mal stärker werden. So, hier waren wir jetzt noch gar nicht richtig. Wir waren in einem anderen Bereich. Hier ist zwar eine Tür, aber kein Schlüsselloch. Und da sind wieder diese komischen Eisentüren. Na gut. Gehst doch wieder zu. Ja. Irgendwie so ein Fallengefühl. Blitz. Heilkraut. Braucht irgendjemand noch einen Heiltrank? Nee. Doch, er braucht einen Heiltrank. Zack, zack, zack. Falscher. Den. So. Ha, wir kommen gleich bei dem anderen Gebiet raus. Nee, kommen wir nicht. Wie kriegen wir die Tür hier auf? Oh, Fackel ist schon wieder aus. So. Keine Druckplatte. Nö. Hier schimmert auch nirgendwo irgendwas. Können wir die drücken und schnell durch? Ist die Tür offen? Das sehen wir durch den Sichtschlitz auch nicht. Schade. Können wir da irgendwas sehen dahinter? Ja, Steinwände und Metallhaken. Ha. Na gut, das lassen wir einfach mal so und gucken weiter. Noch eine Eisentür. Och nö. Obwohl, wir haben jetzt den Feuerball. Hihihihi. Na komm her. Wusch. Ups, das wollte ich nicht. Bumm. Richtig schön den Gang lang. Jetzt verbraten wir all unser Mana für den Feuerball. 202. Boah. Und trotzdem steht er noch. Und bringt nur 190 Erfahrungspunkte. Also, wenn so viel Schaden einer von den Feuerelementaren bekommen hätte, wäre er schon längst tot. So, keine Energie mehr. Tür zu. Schön zurück zum Eingang. Rücken zur Treppe und schlafen. Also ja, die Schleime sind richtig nervig. Zum einen machen sie krank. Sie machen viel Schaden. Sie halten viel zu viel aus. Und sie bringen nicht mehr die Hälfte an Erfahrungspunkten von so einem Feuerelementar oder von einer Krabbe.
Aber es muss ja auch Hassgegner geben, so wie die Spinnen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte die gaben, aber die waren auch tierisch nervig. Die Tür haben wir zugemacht. Was machst du da? Oh, da ist noch ein Gang mit Schleim. Dum-di-dum. Überall diese komischen Eisentüren. Das scheint wohl so eine Art Gefängnis zu sein. Aber gut. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was hier hinter ist. Kann man auch da einen Schleim? So weit, so gut. Gibt auch richtig gut Schaden durch Blitze. Durch Feuer. Nein, durch den normalen Feuer nicht ganz so sehr. Oh, und Korn ist gleich tot. Hier war doch irgendwo ein blauer Kristall, nicht wahr? Ja. Und da heilt auch Krankheit. Schön, schön. Gleich wieder Feuerball vorbereiten, Blitzstrahl vorbereiten und runter. Wusch. Step. Und wusch. Okay, da drin waren wir schon. Was haben wir hier drin? Ein zerfledderten Umhang und eine Notiz. Von Torum? Ja, von Torum. Ich habe herausgefunden, dass falls du alle außer eine Tür öffnest, die eine, wo der Zug am stärksten ist, eine Wand sich öffnet. Ich werde dort einige Provisionen, also Nahrung, hinterlassen, um meine Last zu erleichtern. Also er schleppt schon so viel tolles Zeug mit sich rum, dass er sein ganzes Zeug hier verstreuen muss für uns. Also alle bis auf eine Tür. Da wo der Zug am stärksten ist. Wo ist der Zug am stärksten? Wahrscheinlich... Also Luftstrom. Luftstrom kommt von oben, geht nach unten. Das heißt, die Luft geht den einfachsten Weg wie hier lang. Die Tür kriegen wir auch wieder nicht auf. Okay, wir haben jetzt drei Türen. Das dürfte ja nicht schwer sein. Also die lassen wir jetzt mal offen. Die ist eh schon zu. Huh. Oh, hier sind wahrscheinlich noch mehr. Ah, oh, ganz, ganz viele Schleime. Da sind noch viel mehr Türen. Ich glaube, probieren wir den Eiszauber aus. Oh, wir dürfen uns nicht in die Ecke treiben lassen. Eis macht viel weniger Schaden. Schade. Weil damit könnten wir schön mehrere auf einmal treffen. Ja, Feuerball. Ah, naja, wir haben den blauen Kristall ja quasi vor der Haustür. Trotzdem ärgerlich. Ich mag das nicht so oft zurückzulaufen. Aber wir spielen schließlich auf hart und nicht noch normal. Also, oh oh. Und der blaue Kristall ist noch nicht aufgeladen. Na gut. Fackel aus der Hand, schlafen. Und eventuell ist er dann ja voll. Ja, definitiv. Schleime sind nervig. Gleich nach Spinnen. So, bist wieder da? Jo. Also, Feuerball vorbereiten. Blitzstrahl vorbereiten. Kurz gucken, ob der Schlüssel vielleicht doch hier passt. Oh. Okay. Ah, die Chitin-Rüstung. Wo haben wir die jetzt hingetan? Die haben wir irgendwo abgeladen, ne? Ah. Jetzt könnten wir gerade mal gucken, ob das einen Set-Bonus gibt, weil davon hatten wir, glaube ich, alle. Du kannst erst noch was essen. Ja, komm, das will ich mir jetzt angucken. Ich glaube, hier hatten wir die Sache hingeschmissen. Also, zurück. Oh, links rum. Bisschen westlich halten und dann nach Norden umschwenken. Da. Also, was haben wir hier? Eine Armbrust. Brauche ich nicht.
Können wir die irgendwie wegschmeißen? Ja, gut. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wo sind die Lurker-Sachen? Nee, nicht Lurker. Wie heißen die? Chitin. Ach, er hat sie an. Okay. Also fehlen die Schuhe eh noch. Wo haben wir es hingetan? Da haben wir es hingetan. So, Chitin, Maske, Brustpanzer, Beinschoner, Schuh fehlen. Und für das Lurker-Set hatten wir beim Lurker nicht auch schon mehrere? Lurker-Schuhe? Ach, er hatte die Lurker. Genau, er hat die Lurker-Weste. Also haben wir bei dem einen Set 3 Teile, beim anderen Set 2 Teile. Das ist ja auch super. Und beide Rüstungssets sind leichte Rüstung. Was ja auch ein bisschen komisch ist. Und einer ist überladen. Ja, er. Die Rüstung kann auch hier bleiben. Ja, so ein schwere Rüstungsset wäre nochmal echt ganz schick. Aber das kriegen wir bestimmt später noch. So. Da lang. Blauer Kristall im Rücken und abspeichern. LP 52. Und wir sehen uns gleich wieder.